Man hört immer mal wieder von diesen großen Kundgebungen, Pediga oder Hogesa. Und gerade in Dresden werden es ja dort immer mehr Menschen. Es sind ja doch einige paar tausend Menschen, die sich da auch montags treffen. Es ist aber keine Bewegung aus der Montags-Mahnwachen-Bewegung heraus. Denn wir stehen mit Frieden oder für den Frieden mit allen Menschen. Und deswegen unterstützen wir also auch diese Bewegung nicht. Denn diese Bewegungen gehen ganz eindeutig gegen eine Menschengruppe. Und das ist also nichts, was wir unterstützen. Ich hoffe, ich verurteile keinen, der dahin geht. Jeder muss wissen, was er tut. Jeder muss wissen, wofür er auf die Straße geht. Ich finde es nur, wie gesagt, schade. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass viele Menschen dafür einfach ein Feindbild brauchen. Ein konkretes Feindbild. Und ich verstehe nicht, wie in Dresden so viele Menschen dort auflaufen können gegen Islamismus, obwohl es gar nicht so viele Muslime in Dresden gibt und auch da keine Übergriffe gibt und nichts. Aber das Ganze ist hochgeschaukelt worden, auch über die Medien. Und es ist anscheinend für viele Menschen einfacher, wenn sie ein konkretes Feindbild vor Augen haben, um dann endlich sich zu bewegen. Das einzige Positive ist, dass die Menschen sich bewegen. Aber ich finde, sie sollten sich einfach mal Gedanken machen über den Grund, warum sie auf die Straße gehen. Denn, und das ist ja auch bekannt, diese ganzen islamistischen Bewegungen, dass sie gesteuert sind, dass, wenn man mal ein bisschen googelt, dann findet man auch entsprechende Quellen. Man weiß es auch schon seit den Zeiten von Osama bin Laden, dass er selber Agent war der CIA und dass die Familie bin Laden riesige Geschäfte mit den Bushs machen und auch noch heute, glaube ich, machen, wenn sich da nichts geändert hat. Und das größte Problem ist das Kapital. Denn das Kapital möchte Unruhe stiften, das Kapital möchte splitten, das Kapital möchte, dass die Menschen sich gegenseitig bekämpfen. Und deswegen würde es mich super freuen, wenn diese Menschen, die da auf die Straße gehen, sich vielleicht auch mal Gedanken machen, wo das denn alles herkommt. Und vielleicht einfach die Marschrichtung dahingehend ändern, für alle Menschen auf die Straße zu gehen, für Frieden für alle Menschen und nicht nur für eine bestimmte Gruppe oder gegen eine bestimmte Gruppe, sondern für alle Menschen. Alle Menschen haben es verdient, hier auf der Erde in Frieden leben zu können. Und das ist nur meine Bitte an diese ganzen Organisationen. Und ich habe gesehen, dass es wohl hier auch in Braunschweig mittlerweile auch eine solche Organisation gibt, die sich da dranhängt. Auch an diese Menschen einfach die Bitte, gerne auch in Kommunikation zu treten, dass man sich einfach mal darüber unterhalten kann, über die Problematiken und dort vielleicht auch eine Veränderung stattfindet im Denken. Das wäre eine tolle Geschichte.